Und das funktioniert dann so. Ich habe schon mal mir hier Bahnen zurechtgeschnitten. So, ihr habt es gerade mitgekriegt. Ich habe jetzt keinen Zeitraffer oder so. Also das funktioniert wirklich so schnell. Wir müssen die komplette Fläche bedecken, wo dann später der Putz drauf kommen soll. Das muss auch noch mit abgeschnitten werden. 419 Liter in der Minute, 2,2 kW Motor. Präsentiert von der Selfmaker. Ihr habt ja jetzt schon in der Vorschau gesehen, um was es heute geht. Und zwar will ich heute verputzen. Und zwar tue ich heute nicht die erste Wand hier verputzen. So wie ihr es so drüben schon seht, ist das Gott sei Dank die letzte Wand, die ich vor mir habe. Ich habe jetzt schon 3 Wochen lang jeden Tag verputzt. Wenn ich Zeit hatte, so wie wenn ich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, ging es hier gleich weiter. Jeden Tag am Wochenende, Samstag, Sonntag durch. Und Gott sei Dank, das ist die letzte Wand, die ich jetzt vor mir habe. Ich bin froh, dass ich nach der Wand dann es geschafft habe. Aber damit konnte ich sehr, sehr viel Geld sparen. Als erstes fangen wir mal an, die Wand vorzunässen. Oh. Bin ich natürlich hier auf mein Gerät gekommen. Was ich hier alles habe, das zeige ich euch gleich. Die richtige Einstellung treffen. Das ist auch ganz normales Brunnenwasser. Ich nehme jetzt kein Leitungswasser, weil es kostet mich nichts. Ja? Und damit tue ich jetzt erstmal die Wand vornässen, damit dann der Putz, den ich hier aufbringe, damit er dann eine Verbindung mit dem Mauerwerk eingeht. Und damit der Putz nicht gleich austrocknet und aufbrennt, wenn ich hier zu dünn auftrage. Damit das nicht passiert, wie gesagt, wird erstmal die Wand vorgenässt. Ihr könnt natürlich auch so einen Pumpensprüher nehmen und damit die Wand vornässen, aber weil die Wand hier, weil das Mauerwerk schon 10 Jahre lang komplett trocken war, war ja 10 Jahre lang hier ein Lost Place, will ich das erstmal ein bisschen richtig schön saftig vornässen, damit der Putz wirklich nicht aufbrennt, damit das Mauerwerk mit dem Putz eine schöne Verbindung eingeht und damit das vernünftig ist. Erstmal schön saftig vornässen. Wie gesagt, auch keine Angst vorhaben, das Mauerwerk, das trocknet ganz schnell wieder und der Putz nimmt ja auch einiges auf. Ihr müsst natürlich vorbereitende Maßnahmen treffen, wenn ihr so eine Wand verputzen wollt. Natürlich alle Nägel, Schrauben, Dübel, altes Holz, alles was so Fremdkörper sind in der Wand, was nicht zu der Wand gehört, das muss raus. Und dann könnt ihr natürlich anfangen. Ihr könnt das jetzt mit allem Möglichen machen. Der Putz, den ich hier habe, den ich euch gleich vorstelle, der geht auf alle möglichen Untergründe. Auf Ziegel, wie ich hier habe, geht natürlich auch auf Yton, da wieder hinten, geht natürlich aber auf Beton, sowie auf alle Untergründe, die ihr euch vorstellen könnt. Diesen Putz, den ich hier benutze, das ist für Altbausanierung. Also da geht auch fachwerkmäßig alles zu verputzen. Und das ist eigentlich so ein Universalputz, der so wie als Unterputz, aber auch als Feinputz verwendet werden kann. Aber zu dem Putz später mehr. Jetzt haben wir die Wand schon mal vorgenässt und jetzt wird die mit einem Armierungsgewebe versehen. Dieses Armierungsgewebe wird aufgetragen. Wie mache ich das? Ich habe schon mal mir hier Bahnen zurechtgeschnitten. Diese Bahnen müssen die komplette Fläche bedecken, wo dann später der Putz drauf kommen soll. Und bevor wir jetzt das Armierungsgewebe hier einfach bloß so rüberlegen, muss erstmal eine Schicht Putz aufgetragen werden. Und dafür habe ich diese Maschine. Diese Maschine, ich verlinke euch alle Utensilien, die ich hier verwende. Unten in der Videobeschreibung, alles was ich hier benutze, habe ich auch von der Seite, wo ich die Links herbeziehe.
Und das ist ein Putzaufsprüher. Ja, ist aus China, ist aber völlig egal, wo der herkommt und der funktioniert super. Das Einzige, was daran wichtig ist, ihr braucht einen extrem starken Kompressor. Das ist jetzt hier ein Stierkompressor, so wie ihr es seht. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Auch dieses Ding habe ich von der Seite, wo ich die Links herbeziehe. Das ist jetzt ein Zweikolben-Kompressor, der läuft mit 10 Bar Arbeitsdruck, also ist ein extrem leistungsstarker Kompressor. Der pumpt 419 Liter in der Minute, 2,2 kW Motor, 41 Kilo wiegt er, 50 Liter Behältervolumen. Jedenfalls, dieser Kompressor ist extrem leistungsstark, weil ihr braucht jetzt hier nicht mit so einem einfachen 0815 Kompressor anfangen. Da reicht der Druck nicht, um den Putz dann an die Wände ran zu sprühen. Natürlich funktioniert das Ding auch, müsste eben den Putz sehr, sehr flüssig haben und dann funktioniert das auch. Aber ich habe mich jetzt hier für diesen Kompressor entschieden und vor allen Dingen den Kompressor habe ich auch, nachdem ich hier mit dem Verputzen fertig bin, habe ich einen leistungsstarken Kompressor, wenn ich mal irgendwas anderes machen möchte. Nachdem ich euch jetzt die Putzmaschine erklärt habe, geht es jetzt weiter mit dem eigentlichen Putz anrühren. Das ist ein Bau mit Putz, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Kalkputz, 1 mm, also die Körnung ist 1 mm, also ganz fein. Für das habe ich mich jetzt hier entschieden, weil ich ja keine Tapete später an den Wänden möchte. Deswegen ziehe ich jetzt einen Unterputz auf, dann kommen Schienen ran, Schnellputzschienen sowie an die Kanten und bei den Fenstern kommen Eckputzschienen ran und dann wird das am nächsten Tag wird das dann vernünftig verputzt, gerade verputzt über die Schnellputzschienen oder Eckputzschienen, je nachdem. Danach kommt ja dann der Fußbodenheizung rein sowie der Estrich. Und wenn das drin ist, kommt dann nochmal eine Kalkglätte drauf. Weil ich mich dafür entschieden habe, ich möchte gesund wohnen, das Haus soll gesund dastehen und Tapete verkleistert dir viele, viele Poren, damit die Wand mehr atmen kann. Und damit dieses Haus atmen kann, von innen sowie auch von außen, kommt ein Kalkputz ran, der bleibt auf, wird nur gestrichen und damit hast du ein gesundes Raumklima. Alle Daten dazu zu dem Putz könnt ihr euch auch über den Link abgreifen und vor allen Dingen, er lässt sich hervorragend verarbeiten. Und man kann immer noch ein paar Tage, nachdem man den Putz aufgebracht hat, immer noch relativ einfach bearbeiten. Das heißt, mit einem Gitterrabotz oder mit einer Spachtel kann man immer noch Unebenheiten ausgleichen. Auf einen Sack kommen immer 7 Liter Wasser. Ich habe jetzt mittlerweile seit 3 Wochen den Dreh raus, wie viel Wasser ich da brauche für 2 Sack, weil ich habe ungefähr bis jetzt 4,5 Tonnen an die Wände gebracht. Auch das Gerät verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz einfach erstmal anrühren, damit der Vorputz, der wird ein bisschen flüssiger. Und wenn ich dann die Schienen ran habe, der eigentliche Grundputz, der wird dann ein bisschen fester, damit das auch dann auf der Kelle hält, wenn ich den aufbringe. So. Auch hier so eine lange Spachtel. Nochmal zu der Funktionsweise von dem Ding oder von dieser Putzsprühmaschine. Der hat hier 4 Düsen und mit dem Abzug hier tue ich dann einfach den Putz, der hier drin ist, einfach an die Wände sprühen. Und das funktioniert dann so.
So, ihr habt es gerade mitgekriegt, ich habe jetzt keinen Zeitraffer oder so, also das funktioniert wirklich so schnell. Der Kompressor, der arbeitet doch relativ fix, damit er, wie gesagt, den Druck halten kann. Und ich habe rein rechnerisch oder tatsächlicherweise schneller den Putz an die Wände, als ich ihn eigentlich rühren kann. Jetzt nehme ich einfach das Armierungsgewebe, setze das an die äußerst höchste Position, nimm dann hier diese, im Fachjargon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Forelle. Und damit arbeite ich jetzt das Armierungsgewebe hier ein. Jetzt kommt einfach nur noch mal eine Schicht drüber. Da oben in der Ecke noch. Das muss doch jetzt alles nicht gerade sein oder exakt oder was auch immer, weil hier kommen eh dann noch die Putzschienen rüber. Ich habe gerade mal bei der Filmzeit geguckt. Ich habe jetzt für die Wand mit der Ecke komplett eine halbe Stunde gebraucht. Ich glaube, das toppt niemand. Das ist jetzt erstmal soweit vorgeputzt. Jetzt muss ich noch mit dem Cuttermesser hier überall, wo die Steckdosen hin sollen, wo der Elektriker ja die Kabel reingelegt hat, reingeschlitzt hat, müssen die Dosen hier wieder freigeschnitten werden. Das Gewebe wieder richtig schön reinarbeiten. Dann seht ihr hier den Überschuss vom Gewebe. Das muss auch noch mit abgeschnitten werden. Aufpassen, dass man hier nicht in die Elektrokabel mit drin schneidet. Das ist auch richtig.